Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Odiwa Shoppen, beziehungsweise Odiwa Einkaufen. Wir haben jetzt zwei vollgepackte Taschen. Das ist alles jetzt so das, was ich jetzt in einem Monat eingekauft habe. Nicht alles, die Weihnachtsgeschenke natürlich nicht. Da kommt ein separates Video an Weihnachten, wenn wir schon ausgepackt haben. Kommt dann ein Video, wo ich euch zeige, was ich gekauft habe, und danach kommt das Video auch verpacken. Das werde ich dann alles noch übernächste Woche machen. So sind wir jetzt mit Weihnachten fertig. Also ist jetzt nur noch, eigentlich fehlt nur noch der Süßigkeitenkram. Für die Kleine habe ich alles, für die Große habe ich alles, Frauchen hat für die Kleine alles. Geburtstag, also das wird dann auch wieder ein Special, wird wieder länger sein, weil ich werde die Geburtstagsgeschenke auch einpacken mit, weil sie hat einen Tag vorher Geburtstag. Hab da halt mehr zu gucken. Wer Blödsinn weg, die da rausnehme oder rausschneide, deswegen machen wir das mit drin. Aber das ist ja noch eine Weile hin bis Weihnachten. Und das ist jetzt alles, was ich jetzt innerhalb von einem Monat gekauft habe, weil das letzte Video ist jetzt auch schon, also letzte Odiwa Shoppen ist ein Monat her. Also da ist jetzt also nichts Weltbewegendes mit bei, sage ich euch gleich von vornherein. Es sind halt Haufen Kramsachen, ein paar wichtige Sachen, ein paar Kramsachen oder halt Auffüllungssachen wie Lappen oder so. Aber es sind halt auch zwei Sachen mit bei. Eine Sache habe ich nur gekauft, weil es ein Glücksfund war. Und eine Sache, weil ich es brauchte. Weil ich davon immer alles habe und eigentlich um Videos dazu zu machen. Aus anderen Gründen habe ich es nicht. Einfach, weil ich Technikfanat bin, weil ich Video darüber machen will, ist der einzige Grund. So, aber sonst ist eigentlich alles, was ich hier jetzt euch zeige, sind eigentlich Sachen, die eigentlich notwendig sind. Wir waren bei Teddy. Also ich werde euch Sachen von Teddy zeigen. Ich werde euch Sachen von Lidl zeigen. Ich werde euch Sachen von Amazon zeigen. Ich werde euch Sachen von Teddy, Aldi, Lidl, Netto nicht, Penny ist glaube ich auch mit bei, Kaufland weiß ich jetzt gar nicht, doch Kaufland war glaube ich auch was mit bei, Amazon, eBay ist nichts mit bei, ja, das müsste eigentlich alles sein, soweit. Ach, eine Sache habe ich noch vergessen, das von Aldi, so, ja, die Weihnachtsgeschenke. Natürlich habe ich auch wieder für die Katzen Weihnachtsgeschenke gekauft. Das werden wir dann alles schön, werde ich euch alles schön zeigen und verpacken natürlich. So, wo fangen wir denn jetzt am besten an? Fangen wir mal an, würde ich sagen, mit dieser großen Tüte hier. Weil da steht ja eigentlich zuvor. So. Das kommt dann zum Schluss oder mittendrin. Mal gucken. So, ich packe hier nämlich erstmal alles aus, weil das kann dann, obwohl hier ist ja auch was mit Weihnachten, mit eins für Weihnachten mit bei. Ach doch, das ist noch eine Sache mit bei. Stimmt. Das Stream Deck ist ja auch noch mit bei. Das hatte ich ja schon im Stream angekündigt. Aber das war ja beim Odiwa Shop noch nicht mit bei. Jetzt ist es mit bei. Aber das habe ich ja auch schon was länger. Das wisst ihr ja. Achso, das haben wir auch schon länger. Ah, das war noch. Ah, und die Bienenkabeleien. Genau. Genau, das war's. So. Dann nehme ich die Tüte nach unten. Ich habe mir gekauft, wie jedes Jahr zum Ende des Jahres. Weil ich mache den gleichen Fehler jedes Jahr aufs Neue, seit über 10 Jahren. Früher habe ich es mal richtig gemacht, aber seit über 10 Jahren mache ich es falsch. Ich kaufe mir immer Ende des Jahres ein paar neue Schuhe. Das wisst ihr ja, ich trage nur New Balance, also das ist die einzige Marke, die ich trage, weil ich da durch die Sohle und da kann ich halt besser drin laufen. Ich hatte auch schon andere Schuhe getestet, war damit nicht zufrieden. Und seit etlichen Jahren trage ich einfach Balance und bin damit sehr zufrieden. Und die kann ich auch im Internet bestellen mit meiner Größe und weiß, dass die passen. Bei anderen Schuhen eher anders. Und seit Jahren,
seit über 10 Jahren mache ich den gleichen Fehler. Ich kaufe sie Ende des Jahres. August, November, August, September. Ja, November, Mai, Juni, Juli, August, September, doch, ja. Ja, zwischen August, September, Oktober, November rum kaufe ich sie. Meistens zu spät im Oktober und November. Diesmal bin ich was früher, August, Oktober. Normalerweise, da kriegst du meist, die meisten Modelle kriegst du dann nicht mehr. Die du Anfang des Jahres noch kriegst. Weil die kommen ja immer im Februar, März mit einem neuen Sortiment, glaube ich, war das. War das Februar, März? Februar, März kommen sie mit einem neuen Sortiment. Und ich mache seit über 10 Jahren mache ich den gleichen Fehler und auf den letzten Drücker und dann gibt es meistens die, die ich haben will, nicht. Oder nur ganz schwer zu bekommen. Weil ich will ja was Dunkles und ich mag die Hellen ja nicht. Ich mag es ja nicht hell und bunt und so. Die sehen auch, ich werde es euch gleich zeigen. War ein Schnäpperkin. Deswegen habe ich es auch nur gekauft. Und weil sie vom Style her ein bisschen anders sind als die normalen. Ich habe auch extra auf der New Balance Webseite geguckt. Also New Balance hat eine eigene Webseite für Europa, für Amerika, für UK. Könnt ihr halt die verschiedenen Modelle gucken, weil das ist halt bei uns ein bisschen anders. Also bei New Balance ein bisschen anders. Die haben nur drei Werke, wo sie herstellen. Ja. Die haben drei Werke, wo sie herstellen. Das ist einmal Amerika, das ist UK und Asien. Und wenn ihr jetzt denkt, wir haben die aus UK, da habt ihr falsch. Wir kriegen immer die aus Asien hier in Deutschland. Man kann natürlich auch die aus, die unterscheiden sich auch in der Machart. Also nicht in der Machart. In Machart sind sie alle gleich, aber in den Farben und vor allen Dingen oben bei uns steht dann halt New Balance und bei den aus UK hast du halt die England-Fahne drauf und bei Amerika, da ist jedes Mal was anderes. Und die machen auch in Amerika und UK, aber eher in Amerika, Kooperationen mit anderen Firmen. Und da gibt's dann halt mal spezielle Modelle. Da kommen wir hier nicht ran. Also die kriegen wir nicht, die kann man halt importieren, aber die kriegen wir leider nicht. Die hatten letztes Jahr so geile dunkle, habe ich so dunkelbraune gesehen, mit einer hellen Sohle und einem goldenen Enden und so. Oh, die sahen so geil aus. Und die gab's auch nicht in Deutschland. Und nicht in meiner Größe. Für Frauen gibt's sowieso immer schönere. Und die haben sich jetzt ein bisschen vom Style her unterschieden und sahen nicht so aus wie die normalen New Balance, die wir hier mal kriegen. Deswegen habe ich extra auf der New Balance Webseite geguckt, aber es sind echte. So, sieht man auch hier, also hier ist auch, aber die Fälscher, die sind ja so schnell, da kommst du ja nicht hinterher meistens. Also da musst du ja aufpassen wie ein Schießhund. Aber bei New Balance hatte ich da halt immer das Glück, dass ich immer schon die richtigen hatte. Das ist praktisch mein neuer Schuh. So ein bisschen wie der, den ich schon davor gekauft hatte, der für gut ist, also der mit Stoff. Also mit, das ist jetzt glattes Leder. Und den hatte ich ja noch mit diesem rauen Leder. Hier ist auch komplett Leder. Ich mag das nicht, wenn hier vorne Stoff ist. Ich will immer die komplett Ledernen haben. Also hier Leder, Leder, Leder. Hier ist so ein bisschen weicheres Leder. Und diesmal ist nämlich hier. Steht da nicht dieses weiße, also dieser weiße Zettel dran mit diesem NB für New Balance und dann halt 574 und so. Nee, diesmal sehen die so aus. Also, so, wartet. So, oben komplett Leder. Mit drin gestanzt. Und normalerweise ist im Schuh steht dann unten auch ist ein New Balance-Zeichen, nur clean, aber hier ist es bunt sogar. Ich weiß nicht, ob ich hoffe, ihr könntet erkennen, dass es braun ist. Mit, ja, so braun-golden ist es. Mit dem New Balance-Zeichen halt. Warte mal, kann man ja auch. Und das kam mir alles am Anfang ein bisschen spanisch vor. Ja, ihr könnt das sehen, kann man hier rausnehmen. Und deswegen habe ich mir gedacht, guckst du mal auf die New Balance-Seite. Hier, nicht wundern, guck mal hier, die sind hier auch so ausgeschnitten. Sie haben sie so riffelmäßig. Da werden die eingeklickt, damit die sich nicht verschieben. Ja, die haben hier so richtig so kleine Pinüpselchen. Ja, jetzt muss ich gucken, dass ich hier keinen Stängel habe. Also ich hatte noch nie Probleme, dass ich die Sohle verschoben hat, rausgekommen ist oder irgendwas dergleichen. Die ist immer bombenfest. Obwohl sie locker drin ist. Die ist nicht festgeklebt. Und wie gesagt, ich trage Balance jetzt seit über 20 Jahren und bin damit bis jetzt immer
positiv verfahren. Die Schnürsenkel sind diesmal auch nicht flache, sondern sind runde. Ja. Die Sohle, normalerweise ist es immer so, dass die Sohle hell ist. Also wenn bei einem dunklen Modell hell, also hier unten ist es sowieso schwarz, wenn was hell ist, dann dunkel, meistens in der Farbe vom Schuh. Und dass dieses Plaste hier auch dann nochmal einen Grau hat oder so hell ist wie hier unten. Bei dem ist es jetzt so, dass halt praktisch alles schwarz ist. Schwarz. Also alles ein Schwarz. Also auch hier das in der Mitte. Normalerweise sind das dann immer verschiedene Grautöne hier noch mit bei. Hier ist alles schwarz, auch das hier ist schwarz. Das Einzige, was wir braun haben, ist hier hinten, dann vorne und dann das N und dann eine weiße Umrandung. Ja. Und ja, finde ich gut. Dunkel. Ich stehe auf dunkel. Na, mal gucken, vielleicht nächstes Jahr der nächste Balance. Der vielleicht wird der dann mal wieder grau oder rot. Ne, ro ernst rot nicht. Ich hatte mal so ein rotbraun. Oh, wisst ihr, ich weiß nicht, vielleicht, einige können sich vielleicht noch daran erinnern. Ich hatte mal rotbraune bestellt. Die sahen geil aus. Die waren ganz dunkel rot. Mit aus so einem groben Leder, die sahen richtig geil aus, aber die musste ich zurückschicken, weil die Materialfehler hatten. Und die hatten sie leider nicht mehr denn in meiner Größe. Das war scheiße. Die sahen auch geil aus. So eine hatte ich noch nicht. Und meine Frau meckert immer, immer schwarz, immer schwarz. Nur das N unterscheidet sich oder dann halt hinten die Applikation. Ja, und dann hatte ich da mal ein bisschen mit Farbe gemacht, so mal grau, blau hatte ich schon und so. Ja, jetzt, aber die, da konnte ich nicht widerstehen. Die sahen geil aus, waren mal komplett was anderes mit dem Leder oben und so. Und da musste ich dann halt nehmen, weil die geil aussehen halt. Bei dem anderen ist ja auch oben Leder mit dem Lo mit so einer Art, mit so einem Loch drin, falls ihr das Video noch kennt oder euch noch daran erinnern könnt. Das ist aber schon ein halbes Jahr her. Oder nee, ach Quatsch, ist ja auch schon wieder fast ein Jahr her. So, dann. Bam, 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 bam. Wo fangen wir denn da an? Ach so, ja, dann machen wir am besten ja, noch Amazon. Ich habe bei Amazon. Oh, das kann ich nicht zeigen, da ist meine Adresse drauf, muss ich euch so zeigen. Ich habe bei Amazon leider nicht das ganz passende bekommen, wie ich es gesucht habe. Ich habe ein schönes Dino-Set gefunden, wo ich es bestellt habe. Ja, jetzt gibt es auch mit 4 Jahren und so. Leider hat dieses Set, so wie ich es jetzt bestellt habe, nur mit 7 Jahren, 10 Jahren, 11 Jahren gegeben. Also mit so einer großen Zahl. Wo die Dinos, also im Happy Birthday, oh, Dinos drin sind. Es gab schon welche mit 4 Jahren, aber da sahen die Dinos bei Happy Birthday, die da mit bei sind, ein bisschen doof aus. Und die haben mir ja auch Bilder gezeigt und da einige Rezensenten haben ja dann Fotos geknipst. Die aufblasbaren Dinos, da sind 2 Stück mit bei, die sahen auch ein bisschen komisch aus. Bei dem Set, was ich jetzt gekauft habe, das hat sehr gute Bewertungen gekriegt, ihr habt. Und da habe ich mir auch die Fotos angeguckt von denen, die bewertet haben. Da sahen die Dinos bei Hello Be Happy Birthday ganz gut aus. Und das ganze Zusammenspiel hat mir gefallen. Und da habe ich gedacht, lieber was holen, was gut ist. Zahl kann man aufheben. Dann holt man nochmal eine einzelne Zahl oder was weiß ich. Und da hab ich dann hier so ein Happy Birthday Set geholt. 11 Euro oder was das gekostet hat. Ich bin mir jetzt nicht sicher. 14 Euro? 11 Euro, 14 Euro, keine Ahnung. So, Happy Birthday, dann die Zahl, dann 2 große Dinos, dann noch so kleinere Ballons und Haufen weiße, grüne und was weiß ich alles noch, weil die Kleine steht ja momentan total auf Dinos. Und ja, das wird, also die Geburtstagsfeiern waren jetzt immer mottomäßig. Vorjahr war Einhorn, dieses Jahr wird Dino-mäßig sein, dann müssen wir halt noch Plastelöffel und Plastebesteck holen, damit wir für die Verwandtschaft und so. Und falls was runterfällt, ja, das ist. Macht sich halt besser. So. Dann habe ich hier geholt. Wo war ich das? Ach ja. Das habe ich bei Lidl geholt. Luftreinigendes Vorhangschalset. Das sind 2 weiße Schals. Die. Ja, so halb blickdicht sein sollen. Also sie sind nicht komplett blickdicht, aber so halbwegs blickdicht. Und die sollen wohl, die haben irgendein Material mit eingewebt, die sollen wohl die Luft reinigen. Ich brauchte sowieso noch 2 Schals, deswegen habe ich die geholt und die waren dann halt auch runtergesetzt. Die sollten irgendwie 20 Euro kosten, habe sie für 10 gekriegt.
Die waren dann halt, weil bei Lidl ist es so, da hat man ja Montag, Donnerstag und dann hat man ja noch dieses Kramfach, was dann halt von Montag und Donnerstag übrig bleibt, packen sie ins Kramfach. Also in diese Zwischenfach, bevor es ins richtige Kramfach kommt, da hast du dann nochmal so Zeug, wo, was so übrig geblieben ist. Und hinter dem ist dann halt nochmal wirklich so eine Krambox, wo halt. Und in dem, bevor es in die richtige Krambox kommt, habe ich das gefunden. Also das war das Letzte. Und ja, war die Hälfte reduziert. Und da habe ich dann gesagt, naja, dann nimmt man mal mit. Also circa 135 mal 254 ist es. Ja. Das will ich dann demnächst hier ranmachen. So, hoppala. Komm doch her hier. Fällt mir ja alles um. So. So, denn noch was von Lidl. Eine Anti-Rutschmatte, aber nicht für zu Hause, sondern fürs Auto. Weil ich das Problem habe, ich habe zwar unten so eine Stoffmatte. Die ist so ein bisschen rauerer Stoff, aber trotzdem, wenn wir zum Beispiel in Polen waren, Großeinkauf oder allgemein einkaufen waren, da rutscht das dann schon gerne mal hin und her. Und dann das kannst du auch beschissen absaugen. Das klemmt sich gerne mal, wenn da wirklich, wenn du aufmachst und da ein paar Blätter rinfallen, du das aussammelst und du da ein bisschen Zeug da drin hast in der Matte. Da hat selbst mein Staubsauger manchmal Probleme. Und da habe ich mir überlegt und auch durch Zufall bei Lidl gesehen, eine Anti-Rutschmatte. 120 mal 100. Und da habe ich gemacht, da hab ich gedacht, na, die wäre doch ideal für das Auto. Die kann ich reinlegen. Ich habe Anti-Rutscheffekt. Und wenn es dreckig ist, nehme ich die vorsichtig links, rechts, hinten hoch, kann die ausschütteln und dann kann ich sie wieder reinlegen und der Kofferraum an sich bleibt sauber. Und war auch gar nicht so teuer. 2, 3 Euro hat es gekostet. Und da habe ich dann gleich mal zugegriffen. Auch wenn Frauchen da ihre was drin donnert und oder Josie ihren Rucksack, das schleudert dann alles immer hin und her und ach, naja. So, dann habe ich noch was von Lidl, das habe ich heute erst gekauft. Also zwei Sachen noch von Lidl, die ich heute erst gekauft habe. Einmal hier so eine Backfolienmatte, also für Backofenmatte, für 1 Euro noch was. Habe ich zweimal geholt. Ich habe ja eine dunkle zu Hause hier und eine mit so Muster, aber die dunkle, die, ich weiß nicht, die sieht auch schon ein bisschen abgeranzt aus. Und ich habe zweimal geholt, einmal zum Verschenken für meine Mutter für Weihnachten. Die sieht das Video nicht, das weiß ich, weil die unterwegs ist. Und einmal für mich. Also eigentlich müsste das bei Weihnachtsgeschenken mit drin. Das werden wir mal auch einmal hier extra machen. Das werdet ihr dann Weihnachtsgeschenke-Video dann wiedersehen. So. Dann bei Aldi. Gab es die Woche was? Da habe ich mir ein Dekokissen gekauft. Falls man das erkennen kann, das ist ein PS4-Controller. Ist halt ein bisschen gerade von der Ausleuchtung ein bisschen doof. Und hinten ist noch mal PlayStation-Logo. Und ein Bücherregal habe ich geholt. Also, das hat Frauchen mir gegeben. Das ist auch schon aufgebaut, das ist schon im Kinderzimmer. Werde ich euch aber, wenn ich es schaffe, unten auch noch verlinken. Und ich habe heute bei Lidl geholt Besteck. Aber geil ist gefunden, so ein bisschen dunkel ist das, so schwarz. Wir werden das mal gleich mal aufmachen und gucken, ob alle drin ist. Jetzt fragt ihr euch, wieso Besteck? Hast du keins? Nee, doch. Ja, also beides. Also, ja und nein. Also, ja, ich habe Besteck und nein, ich habe kein Besteck. Weil klingt jetzt ein bisschen doof, ja klar, aber ich erkläre euch das gleich. So. Dann kann ich euch das zeigen. Oh, das sieht ja echt geil aus. Also das sieht ja wirklich geil aus. Ich stehe auf Schwarz und so. Das ist wirklich Silber, also so ein ganz dunkles, ganz, ganz dunkles Silber. Geile Sache. So. Und hier sind halt mit bei. Wir zählen die auch gleich nach, dass ich, falls sie mich beschissen haben, dass ich morgen gleich hin kann und sagen kann, ey, da fehlt was. 16-teilig soll es sein. So. Jetzt so, zur Erklärung. In meinem Schubfach
in der Küche. Wenn ihr da rangeht, jetzt gerade oder auch so zwischendurch, Löffel, kleine Löffel hier, so eine. En masse. Da sind wirklich viele drin. Und auch Plastiklöffel, habe ich ja extra gekauft. Habe ich ja im letzten Odiwa-Shop mir gezeigt. Davon habe ich genug. Das ist kein Problem. Löffel. Auch kein Problem. Bissel wenig, aber ich habe welche. Weil immer wieder welche abhandengekommen sind. Also, das ist nicht so, dass das Fach leer ist. Also, es können welche in den Geschirrspüler sein und trotzdem habe ich noch Löffel im Fach, ja, also im Schrank, dass ich was essen kann, wenn ich was will. Messer. Überhaupt kein Problem. Messer habe ich en masse, das Fach quillt über. Quillt über. Ich habe ja schon in meiner ganzen Zeit, seit ich alleine wohne, zwei, dreimal Besteck gekauft. Also davon habe ich kein Problem. Ich habe ja welche gekriegt beim Auszug von meiner Mutter. Dann habe ich welche gekauft, nochmal welche gekauft. Davon überhaupt kein Problem. Quillt über. Mit solchen Messern, aber auch Brotmesser. Also praktisch halt vom Bäcker die etwas besseren. Überhaupt kein Problem. Gabeln. Das ist ein Problem. Das ist ein Riesenproblem. Ich habe schon, wie gesagt, vor ein paar Monaten ja mein Schubfach aufgefüllt. Also ich hatte ja mir damals so einen Besteckkasten gekauft. Den hatte ich dann weggepackt, weil ich hatte eigentlich genug drinnen im Schrank. Und warum? Weil der war für einen schmalen Taler da. Und ich wusste, dass ich den früher oder später mal austauschen muss. Und da habe ich den dann halt für den Preis, musstest du mitnehmen, war über die Hälfte gespart. Da hat gerade irgendein Laden aufgehört. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und da habe ich den dann geholt. Ach Quatsch, das war, glaube ich, da bei Aldi Restposten. Genau, über der Hälfte reduziert, da habe ich es damals gekauft. Und habe mir ärgert, hätte zweimal kaufen sollen. Und habe ja schon immer wieder aufgefüllt und dann, ja, dann habe ich gesagt, na, jetzt kommt der drin. Und war auch alles okay. Gestern Abend auch wieder, geh ran. Drei Gabeln drin. Guck mal, die Geschirrspüler auf, dachte, ja, wird dann voll sein oder so. Gabeln müssen ja dreckige Gabeln drin sein. Im Geschirrspüler waren zwei Gabeln drin. Jetzt verstehe ich das nicht. Also, ich habe en masse Messer, ich habe en masse Löffel, ich habe en masse kleine Löffel. Wo sind diese ganzen Gabeln hin? Alle Gabeln, fast alle Gabeln weg. Und Gabeln braucht man ja zum Essen. Also musste ich mir nur, weil Gabeln fehlen, jetzt neue Set holen. Ich meine, Vermutung ist, dass Josie die mit in die Schule genommen hat, wenn sie Salat mitgenommen hat und die Gabel in der Schule immer vergessen hat. Das ist meine Vermutung. Aber Josi sagt, nein, so war das nicht. So, jetzt gucken wir erstmal nach, ob hier noch drin ist hier. Ach, die sind auch und alle einzeln verpackt. Ihr wollt mich doch verarschen, ey. Ich glaube, ich muss dann nochmal, ich werde morgen dann nochmal ein Set holen. Ein, zwei Sets hatten sie dann noch. Zwei, drei hatten sie insgesamt noch. Noch eins holen, dann hab ich wieder acht Gabeln neue. Obwohl die jetzt ein bisschen groß sind. Ich hätte sie mir ein bisschen kleiner gewünscht. Also ein bisschen schmaler. Ich mag hier halt nicht so eine großen Gabeln, aber die sehen halt vom Style geil aus. Na, vielleicht hole ich später nochmal welche. Also vier Gabeln. Drei, zwei. Drei. Vier kleine Löffel. Zwei. Drei. Vier Messer. Da fehlen hier eine große Löffel. Also ich muss die Besteckschublade, ich muss bei den Messern sowieso ein paar aussortieren. Also da habe ich so viele drin. So, hier auch vier. Vier, acht, zwölf, 16. Ja, passt. 16 teile ich. Und so sehen die Messer aus. Ah, so haben sie ein bisschen Kerbe. Ja, kann man auch schön Brötchen aufschneiden. Liegen gut in der Hand, sind auch nicht
keine scharfen Eckenkanten. Passt. Ja. Ich bin mal gespannt, wie lange davon die Gabeln da sind, bis die Gabeln weg sind. Wie gesagt, ich habe diesen Koffer, den ich gekauft hatte, mit dem Besteck. Die Messer davon sind da, die großen Löffel sind davon da, die kleinen Löffel sind davon da, nur die Gabeln. Da waren 4 oder 5 Gabeln drin. Das war, ich weiß gar nicht, das war mehr als 16. Das war 24 Teile Set oder so. Ich habe keine Ahnung. Es ist von diesem Set nicht eine einzige Gabel da. Nicht eine einzige. Meine ältere Gabeln sind noch ein paar da. Meine NVA-Gabel, was ich von meinem Opa gekriegt habe. Das weiß aber Josie, dass er sich da nicht rantrauen soll. Die ist noch da. Aber von dem Set ist nicht eine einzige Gabel da. Es ist unbegreiflich. Unbegreiflich. So. Dann. Also Amazon Technik kommen wir später zu. Machen wir erstmal so den kleinen Kram, habe ich mir gedacht. Und weil bei Technik kommt ein bisschen mehr. So, dann habe ich einen neuen Weihnachtskalender gekauft. Für Josie wieder. Und diesmal habe ich nicht Hello Kitty geholt. Ich habe ihr diesmal ein schwules Einhorn geholt. Und Josie hat sich eigentlich drauf gefreut. Drüber gefreut. Josie! Hast du dich über den Einhornkalender gefreut? Ja. Komm mir her, dass wir heute das hören hier. Ja. Sonst denken sie wieder, ich mach das, um dich zu verkackeien. So, den kannst du mal in die Küche räumen. Und den kann du gleich in den Geschirrspüler immer sicherheitshalber. So. Dann, wie gesagt, wir waren bei Teddy. Ich packe jetzt erstmal alles aus. Ach, hier ist es auch noch von Amazon und Penny. So. Da habe ich einmal geholt, Topflappen, also Lappen nicht, Schwämme, Topfschwämme mit einer rauen Seite, die großen. Und einmal hier noch so ein Paket, aber das sind die kleineren. Ja, braucht man immer. Jeder kennt das. Und ich habe halt nicht mehr so viele und deswegen habe ich jetzt wieder welche geholt. Das reicht jetzt wieder eine Weile. Dann habe ich zweimal geholt Haken für Christbaumkugeln. Weil es kommt jetzt bald Weihnachten und jedes Mal geht es uns so, dass wir keine Haken für Christbaumkugeln mehr haben. Irgendwie gehen die immer verloren oder in halt kaputt oder so. Und dieses Jahr haben wir rechtzeitig dran gedacht, habe ich zweimal gleich geholt, damit wir genug haben, dass diesmal halt nicht wieder so ein Chaos ist. Dann, ach hier, das kann ich auch gleich wegmachen, hat 1 Euro gekostet. Habe ich eine Flasche gekauft, eine Sprühflasche. Eine kleine, die hat 1 Euro gekostet, da soll Öl rein. Dann will ich damit sprühen. Öl sprühen und zwar auf Pommes. Beziehungsweise nicht nur auf Pommes, auch auf, was weiß ich, Nuggets oder was weiß ich. Wenn ich in eine Heißluftfritteuse mache, weil wir haben das jetzt getestet und so. Nur Heißluftfritteuse schmeckt okay, aber die sind dann außen so trocken. Und dann bleibt doch das Salz und Paprikapulver schlecht dran hängen und deswegen hatte ich letztens auch gemacht, ein bisschen Öl drüber gemacht und so. Deswegen habe ich mir eine Sprühflasche geholt, weil dann nimmt man nicht so viel. Ja, dann nehme ich einfach eine Handvoll rein oder 2 Hände voll rein, sprühe immer kurz rüber, nächste Handvoll, sprühe immer rüber und später dann, wenn man dann rausnimmt und schüttelt, einmal nur 2-mal sprühen, also immer oben, immer unten, weil das ist ja auch so ein großes Ding, dass er da halt immer so ein bisschen Öl drüber ist. So wirklich nur ein ganz kleiner Ölfilm, damit die nicht zu sehr austrocknen. Und das haben wir letztens auch so in etwa gemacht und das schmeckt besser. Das machst du immer noch ohne Öl eigentlich, weil ist ja unten, wird ja nicht durch Öl gezogen, aber so ein bisschen und sie werden knackiger. Also das schmeckt uns besser. So, dann habe ich 4-mal geholt. Für Odin packt ein, was ich ja dann machen werde, Namensschilder, die ich auf Pakete raufkleben kann. Ja, bei Teddy. Weil ich mache nicht dieses Jahr wieder mit diesen Schildern, mit den Bimbams. Da kriegst du Plack. Das ist nicht für dicke, fette Pfoten. Dann eine neue Christbaumkugel habe ich, also Christbaumstern habe ich geholt. Weil die hat mir gefallen, die hat vorhin Frauchen mir gezeigt und da dachte ich, oh, der ist doch schön dunkel. Ein dunkler Stern.
Nicht nur eine Spitze, diesmal ein dunkler Stern in so einem dunklen Rot mit ein bisschen Glitzer und so. Der sieht recht geil aus. Der sieht richtig geil aus. Darauf freue ich mich schon. Dann habe ich geholt. Warte mal, da fehlt was. Also hier fehlt was, definitiv fehlt hier was. Wir müssen auch gleich nochmal gucken. Und zwar habe ich denn noch hier so Dinger geholt, die sollen wohl magnetisch sein. Einmal für den Kühlschrank oder für so. Da kann ich dann halt einen Zettel ranmachen für Josie oder so. Braucht dann halt nur so aufknicken und dann kann man den reinmachen und dann zumachen. Ja, da bräuchte ich dann nicht festkleben oder irgendwas. Immer werde ich aber zweckentfremdender Weg dann mein Klebeband nehmen, bei der Doppelseite, was ich habe, und das an der Seite bei ihr am Türrahmen ranmachen, ein bisschen weiter oben, wo Junat nicht abruppen kann. Dann kann ich ihr auch mal so einen Zettel hinterlassen, was weiß ich, weil ich brauche ja nicht unbedingt eine WhatsApp schreiben, wenn ich weiß, oh, ich muss jetzt los, die Kleine holen oder was weiß ich, ich habe einen Termin oder was weiß ich. Und sie ist gerade, was weiß ich, bei einer Freundin, kommt dann halt um 15 Uhr nach Hause oder so, weil so. Keine Ahnung, mein Zettel ran, bin kurz bei Aldi oder was weiß ich. Und dann brauche ich den halt nur aufdrücken, ranmachen und dann sieht sie den. Und dann weißt du Bescheid, da brauche ich nicht bei WhatsApp schreiben, hey, ich bin bei Aldi oder so. Man muss nicht immer alles mit Technik machen. Bin ich meiner Meinung. Und das versuche ich ja auch Josie beizubringen, damit jetzt Sachen auch gibt, die man ohne Technik kann. Wir hatten früher zum Verabreden, hatten wir auch keine Technik. So. Da muss ich jetzt noch mal gucken, da fehlt jetzt aber was. Ich habe noch Haken, so Dingerbummer, Dingsbums da geholt für. Obwohl, kann ich ja auch gleich hier mit drin machen. Ich habe so Dingsbums geholt für. Ach, ist das schon. Für Handtücher. Weil bei uns ist bei einigen Handtüchern dieser Pinöpel ab, damit die Handtücher halten. Also, dass man sie anhängen kann, sagen wir mal so. Nicht halten, anhängen. Und also wie gesagt, dieser Pinöpel ist ab. Und da habe ich heute gerade ich habe es bei Netto, weil Frauchen hat, wir waren ja grillen bei Oma. Also abgrillen, also das letzte, was Oma noch im Gefrierfach hatte. Abgrillen. Damit das halt nicht da ewig rumvegetiert im Gefrierfach. Und weil Oma den zweiten Gefrierschrank, den sie draußen hat in der Garage, über den Winter ausmachen will, weil der groß ist und viel Strom frisst und so. Der wird halt einfach mal teurer. Und den will sie ausmachen. Und deswegen haben wir den abgegrillt, damit da nichts übrig bleibt. So. Und dann hat meine Frau gesagt, oh, wir müssten eigentlich noch, ich habe heute, weil wir heute Vormittag einkaufen waren, ich habe heute Vormittag beim Einkaufen die Haarsahne vergessen. Weil sie will irgendeinen Auflauf will sie machen. Ja, und da habe ich dann halt nochmal schnell bei Netto angehalten, habe Haarsahne gekauft und diese zum Klippen, die Haken, was ich euch eben gezeigt habe, und diese hier. Ja, die kann man hier dann aufmachen, hier biegen, ja, und dann geht das hier auf. Und dann kann man hier das Handtuch reinmachen und dann geht das wieder Hand wegnehmen, dann geht das zu und dann hält das. Und dann kann man hier oben so eine Lasche und dann kann man das anhängen. Endlich. So, das habe ich gekauft, weil einige Handtücher von uns da diesen Nippel verloren haben. Also die haben eigentlich so eine Lasche, so ein Band dran. Das ist aber auf einer Seite rausgegangen. Das hat gehalten. Zwei, drei Waschdurchgänge oder so und dann war das Ding da halb ab. Also das war halt nicht so das Goldene vom Ei, sagen wir mal. So, dann bei Penny. Bei Penny hole ich ja mal Katzenstreu. Deswegen gucke ich da auch öfters mal in den Kramfächern. Das ist jetzt so. Habe ich mir so eine Art Schale geholt. Die wollte Juna eigentlich haben.
Aber dann wart ihr zu groß und ich habe den dann im Wagen gelassen, weil den nehme ich für mich jetzt. Das ist jetzt einfach so. So. Und dann meine Strickjacke an, so zumacht. Brauche ich nicht rumwickeln, nichts. Und dann ist es ein bisschen locker, hält aber trotzdem warm. Ja. Habe ich mir geholt. So, dann habe ich mir geholt. Ich hoffe aber, dass die bis nach der nächsten Wäsche, die werde ich nämlich demnächst waschen, dass die dann nochmal ein Stück größer wird. Habe ich mir so eine Mütze geholt hier. Und meine, weil ich finde meine, und die ist innen drin auch gefüttert, weil ich finde meine Weinrote nicht mehr, die ich damals von Sony gekriegt habe, von oh, wie heißt der mit den Superkräften? Infamous Second Son? Genau, Infamous Second Son. War der, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und da hatte ich so eine Weinrote. Die hat sich Josie gemopst und dann kam sie nicht mehr wieder und dann, ja, ist sie weg. Aber angeblich hat sie es ja nicht. Und die war schön locker. Die konntest du aufsetzen, die war richtig, richtig locker. Aber hat trotzdem gut gesessen und da war warm. Und ich brauche ja für den Winter wieder eine Mütze. Also vor allen Dingen wegen den Ohrring. Und da habe ich mir dann jetzt die geholt und ich wollte halt nicht so eine normale Stoffmütze, so einfach mit ohne Muster, einfach nur Schwarzstoff und sie, weil die hat ja jeder. Und da habe ich mir halt die gesehen hier mit so ein bisschen Muster und kannst du auch schön runterziehen. Ja. Aber die ist halt noch ein bisschen tragen, ist die halt noch ein bisschen so ein bisschen eng hier vorne so. Macht ein bisschen Kopfschmerzen. Obwohl sie so an sich gar nicht so fest ist. Aber mal gucken, nach dem ersten Mal waschen, vielleicht ist er dann ein bisschen was lockerer. So. So, das ist halt praktisch meine neue Wintermütze. Hier rum ist locker. Kannst du denn halt auch noch ein bisschen runterziehen hier alles. So. Kannst du dir das ein bisschen anpassen, dann hast du hier an der Seite noch ein bisschen Falten und so und so. So. Ja, und das ist halt meine Wintermütze. Oh, gut. Aber ganz schön warm. So. Genau, dann habe ich hier noch zwei Sachen. Obwohl, ich bin der Meinung, das eine habe ich im letzten Oliver Shop schon gezeigt, bin mir aber nicht sicher. Ihr habt ja vielleicht, wenn er fleißig guckt oder so, habt ihr gesehen, ich habe ja ein Video gemacht, wie ich die PlayStation 5, die Xbox Series X so angeschlossen habe, dass ich an meinem neuen Fernseher 4K, HDR, VR, Alm, 4K, 120 FPS, ganze Kladderadatsch habe ich am Fernseher und mit immer umschalten, dann zum Monitor. Da musste ich mit zwei Verteilern arbeiten und einen hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gezeigt, bin mir aber nicht sicher. Ja, und deswegen zeige ich es euch jetzt hier nochmal. Das ist einmal so ein 1:2, der war in der Verpackung, ich zeige euch gleich das Bild, und ein 3, also der 1:2, da kann man sagen 1:2, also ein HDMI-Eingang, also praktisch Xbox oder PlayStation, und dann an zwei Geräte ausgeben. Aber da muss man dann hin und her schalten, welcher Ausgang gerade aktiviert sein soll. Oder man dreht das Ganze um und man hat dann zwei Eingänge, also Xbox und die PlayStation zum Beispiel, und kann dann mit dem Knopf hin und her schalten, welches Gerät gerade ausgegeben werden soll. Das ist ganz gut. Das wollte ich auch haben, das, was jetzt hier drin war, der 3:1, aber da hatte ich das Geld nicht in dem Augenblick. Das hat auch fast 50 Euro gekostet. Da musste ich da ein bisschen sparen und warten. Ach, mein Bruder ruft da gerade an. Und der ist mit Fernbedienung. Den gibt es auch mit Fernbedienung, habe ich aber nicht geholt mit Fernbedienung, weil nicht, dass die sich in die Quere kommen. Und da habe ich praktisch ein Video gemacht. Ich werde euch das in der Infocard verlinken, wie ich das angeschlossen habe. Funktioniert wunderbar. Ich habe am Monitor 60 FPS, 4K, HDR, alles, was mein Monitor kann. Und an einem am Fernsehmonitor habe ich alles, was erkennt die PlayStation sofort an, ohne Probleme. VR, allem, alles drum und dran. 120 FPS, richtig geiles Bild, richtig geil. Also bin wirklich absolut begeistert davon. Das Einzige, was man ab und zu mal machen sollte, mal
die HDR-Kalibrierung. Also wenn man dann halt immer hin und her schaltet. Wenn man dann, also bei meinem Fernseher ist ja, den habe ich ein bisschen vom Bild anders eingestellt als im Monitor. Und deswegen gehe ich dann halt, der ist so, hat ein geiles Bild, wenn ich den umschalte, aber so Feinkalibrierung vom HDR-Signal zum Beispiel, gehe ich dann auf Einstellung HDR, mache die zwei, drei Bilder dadurch, kalibriere das richtig und dann ist es wirklich perfekt. Bei dem 1 zu 2 haben wir auch noch ein HDMI-Kabel mit bei. Der ist wirklich hier mit bei, den habe ich aber nicht benutzt, habe meinen von Kabel direkt benutzt. Der USB-Kabel, der ist hier noch drin. Der USB-C-Kabel, weil den habe ich nicht benutzt, weil der so kurz ist. Ich habe. Oh, doch, hier ist ein Bild. Ich hab mein. So. Ich habe meinen von Kabel direkt benutzt. Wie gesagt, den HDMI-Kabel und den USB-Kabel habe ich benutzt. Was? Frag mal noch, ob er 5 Minuten hat. Ich rufe gleich zurück. Oder ob es jetzt wichtig ist. Hast du 5 Minuten? Und hat er? Und der USB-Kabel, der ist halt zu kurz, weil ich habe das ja hinten verteilt und die Steckdose von der PlayStation ist hier ziemlich weit hinten und das ist halt ziemlich weit in der Mitte und da ist der Kabel zu kurz, deswegen habe ich ein USB-C-Kabel von mir genommen, funktioniert selber genau das gleiche, funktioniert super, genauso wie bei dem anderen habe ich auch ein USB-C-Kabel von mir genommen. Das ist das Gerät, das ist hier dieses kleine. Ja. Das ist der 1 zu 2 bzw. 2 zu 1. Wie gesagt, das Video werde ich euch verlinken. Funktioniert alles wunderbar, tippitoppi. Bin mega begeistert. Auch mit dem neuen Fernseher und so. War jetzt halt nur ein bisschen ungünstig die Zeit gerade. Jetzt durch die Krankheit und so. Ich hätte halt lieber doch ein bisschen warten sollen. Weil ich habe dann im Schlafzimmer, ich habe meinen alten nämlich ins Schlafzimmer geräumt. Den alten Fernseher, habe dadurch im Schlafzimmer ab und zu kein Bild, also immer noch halt, weil der ist ja kaputt, wie gesagt. Und das ist dann halt jetzt, wo du dann halt oft im Schlafzimmer bist, ist es dann schon ein bisschen doof gewesen. Aber naja. Na, bleib doch zu hier. Ist das ein Scheiß. Egal. So. Und der 3 zu 1. Da ist ein Bild wenigstens mit bei. Das ist dieser hier. Ich habe auch noch einen 1 zu 2 beziehungsweise einen, ja doch, 1 zu 2 gesucht ohne Umschalter. Also praktisch, dass der das, was drin kommt, an beide gleichzeitig ausgibt. Der halt 8K mit 60 FPS ist wichtig, weil wenn die 8K 60 können, das ist halt das, wo man nach am besten suchen kann. Auch für Tipp von mir an euch, wenn ihr sowas sucht, was auf dem neueren Standard ist, sucht HDMI-Splitter 8K mit 60 FPS. 8K at 60. Weil wenn die 8K 60 können, dann können sie auch 4K 60 und 4K 120 FPS. Weil 4K 120 findest du halt, ist halt von der Suche ein bisschen beschissen. 8K 60 findet da besser was. Ja. Und die machen alle das, was sie sollen. Aber ich habe halt, wie gesagt, noch keinen gefunden, der 1 zu 2 gleichzeitig ausgibt und halt 4K mit 120 FPS unterstützt. Immer nur mit Umschalter. Ich suche noch einen, der beides gleichzeitig ausgibt ohne Umschalter. Weil für die Ecke, für die PC-Ecke. Aber seit ich den großen HDMI-Splitter, den 4 zu 4 zu 4 zu 2 von Ezku abgebaut habe und das jetzt mit der Technik gemacht habe, also mit den beiden Geräten, kann ich in der PlayStation und unter Ton auch wieder Dolby und so einschalten und es kommt auch ein Tonsignal bei meinem PC an. Vorher mit dem anderen Splitter, der hat irgendwie nicht alle Tonsignale durchgeschleift oder so, keine Ahnung, was damit war, mit dem Matrix. Da konnte ich nur PCL oder was dort machen, ich habe es gerade nicht im Kopf. Und bei Dolby und bei dem anderen Bitstream und so, da kam gar nichts, da kam nur ein Rauschen, ein ganz lautes Rauschen, das war richtig scheiße. Das geht jetzt alles. So. Dann haben wir das. Dann, das habe ich ja schon in einem Stream gezeigt, oder habe ich das vielleicht beim. Ach, da habe ich ein extra Unboxing, glaube ich, so gemacht. Habe ich das beim letzten Onima Shop mal auch schon gezeigt?
Dann brauche ich ja nicht so viel rumquatschen. Ich weiß nicht, ob ich sie gezeigt habe, deswegen zeige ich sie jetzt einfach nochmal. Habe ich mir Elgato Stream Deck Mini geholt. Video werde ich euch oben verlinken. Habe eine kurze und eine lange Version. Habe alles so eingestellt, wie ich das haben will. Habe es auch mit Klebeband jetzt am Tisch befestigt, also mit so einem doppelseitigen Klebeband. Ist so ein Gummiklebeband, ist jetzt so ein, egal. Ich mache euch zu dem Klebeband, mache ich euch einen Link umrennen. Da könnt ihr auch, da könnt ihr Steine an der Wand machen mit. Richtig geiles Zeug, ich liebe das. Und alles ohne zu bohren. Es sieht höchstens, das Einzige, was passiert, dass die Tapete losgeht, aber mehr nicht. Werde ich euch verlinken, könnt ihr mal reingucken. So, jetzt kommen wir zu dem, was ich mir gegönnt habe. Aber auch nur, weil ich auf Hardware stehe, auf Technik stehe. Und weil ich mich riesen drauf gefreut habe und einfach, weil ich darüber Videos machen will. Weil da kann ich auch wieder ein Einrichtungsvideo machen. Ich kann auch wieder machen Tipps und Tricks Video. Und ich kann auch euch dann zeigen, wie man da K-Punkt, ich darf es nicht richtig aussprechen, installiert und wie man unbekannte Quellen aktiviert. Und hast du nicht gesehen? Ich habe mir den neuen Fire TV Cube geholt. Der soll auch besser vom Bild, also in erster Linie habe ich mir auch geholt wegen besserem Bild, weil der soll auch Upscaling vernünftig, der hat Wi-Fi 6.e, 4K HDR, klar, alles drum und dran, aber der soll ein besseres Upscaling haben. Der alte Fire TV Cube hat angeblich wohl kein Upscaling, aber doch, der macht ein bisschen, der zeigt ein Bild in 4K an. Und ich habe halt das Problem bei meinem Fernseher und ich auch bei dem Fernseher davor, wenn ich gesagt habe, alle Quellen so ausgeben, wie sie sind. Also 4K, 4K, HDR, HDR, 1080p, 1080p. Und wenn es schlechter ist, halt schlechter. Da hast du bei einigen Filmen oder Serien, die etwas älter sind, dann immer so ein bisschen graustich und dann braucht der immer ewig zum Umschalten, weil das Menü automatisch ja in 4K ist. Und dann Bild wird berechnet und dann, wenn du dann zurückgehst, hast du kurz ein schwarzes Bild, bis das Menü da ist und so. Und bis dann der 4K-HDR-Inhalt da ist, obwohl ich eine 100.000 Leitung habe, das dauert auch manchmal von Film zu Film unterschiedlich. Und das soll jetzt alles besser sein. Mit dem, der soll besser hochrechnen, dass du sagen kannst, einfach alles 4K wiedergeben, so wie der Fernseher hergibt, leck Arsch. Da soll es wohl keine Probleme mehr geben, dass das Bild dann halt grau aussieht oder halt da so ein bisschen pixelig oder so. Das soll besser sein. Der soll auch schneller umschalten können und. Deswegen habe ich mir den geholt. Und der soll einen besseren Lautsprecher haben. Und der hat einen HDMI-Eingang. Und da könnte man rein theoretisch Sky anschließen, den Sky Receiver. So wie ich sie lesen habe. Und dann habe ich ja hier eine TV-Fernbedienung, also ein TV-Symbol. Dann kann ich halt das halt gleich zum Sky, innerhalb, bin im Fire TV und kann dann sagen, hier, ein TV-Inhalt will ich sehen. Und dann holt er sich den von der Skybox oder schaltet ihn auf die Skybox um oder so. Man kann auch ein Playstation anschließen und sowas alles. Und dann kann man halt hin und her schalten. Das ist ganz cool, das will ich unbedingt testen. Ja. Da bin ich mal gespannt. Der ist aber, er hat schon ein schönes Gewicht, muss ich sagen. So, das ist mein Geschenk. Das ist das Einzige. So. Das soll es jetzt aber auch dazu gewesen sein. Der Akku ist jetzt schon leer. Der zeigt mir an hier. Warnung. Ich weiß nicht, gar nicht, wie lange das jetzt hier gewesen ist. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären, Träumchen, wenn ihr zu irgendeinem Produkt da eine Frage habt, in die Kommentare posten. Ich werde mein Bestes tun, um euch die zu beantworten. Ja. Ich werde dann gleich ein Unboxing dazu machen, zu dem Fire TV. Und dann werden wir heute anschließen oder morgen anschließen. Ich habe auch noch ein HDMI, optischen HDMI-Kabel gekriegt die Woche von der Firma. Das ist das Einzige, was ich noch gefehlt hatte, wo ich noch nicht das Geld hatte, was ich mir jetzt im nächsten Monat kaufen wollte. Und dann wollte ich gerne ein Verkabelvideo machen wieder. Und jetzt ist er da. Also steht nichts mehr im Wege, dass wir am Wochenende, wenn alles gut geht, ein Verkabelvideo machen können. Und dann kommt halt demnächst auch wieder Odin verkabelt. Und dann werden wir die ganze TV-Ecke, alle Geräte neu verkabeln mit Strom, optischen Kabel, LAN-Kabel, HDMI-Kabel, USB-C-Kabel,
Alles. Der ganze Kladderadatsch wird alles neu angeschlossen und vernünftig gemacht und dass da nicht so ein Chaos dahinter wieder ist. Und ja, ich habe da nämlich ein paar Ideen. Ich habe nämlich auch eine von Meros so eine Steckdose. Habe ja jetzt die Switch auch weiter runtergeräumt und so. Ich habe da so ein paar Ideen wegen Gaming-Steckdose, dass ich das alles ein bisschen besser aufteilen kann und anders machen kann und ein bisschen geordnet dann auch machen kann jetzt. Ja, da könnt ihr euch auf was freuen. Nichtsdestotrotz, danke fürs Zusehen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.